Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Amanda Nentwick und ich bin psychologische Psychotherapeutin und möchte heute erklären, was es mit dem sogenannten Symptomstress auf sich hat. Ich möchte kurz vorwegnehmen, wie in fast all meinen Videos, ich bin zwar psychologische Psychotherapeutin, habe Psychologie studiert und die Ausbildung zur Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie gemacht. Nichtsdestotrotz ersetzen meine Videos und dieser Kanal keine Psychotherapie. Es ist auch keine Psychotherapie, was wir hier machen, sondern ich ja, möchte letztlich einfach Einblicke geben in das, was wir Psychotherapeuten hinter verschlossenen Türen machen. Denn im Grunde genommen finde ich die Techniken echt super und denke mir, es ist etwas, was viel bekannter sein sollte und was hilfreich sein kann im Leben und wieso es nicht in die Welt raustragen. Wenn dir irgendwas in den Videos nicht gut tut, dann klick es einfach weg und in der Infobox findest du auch immer Krisennummern, die ich angegeben habe, die man kostenlos und rund um die Uhr erreichen kann. Widmen wir uns dem Symptomstress. Symptomstress ist ein wichtiges Thema und wurde schon angefragt, da ich in unterschiedlichen Videos schon Bezug auf den sogenannten Symptomstress genommen habe. Was ist Symptomstress? Symptomstress ist ein Stress, der entsteht, weil der Mensch bei sich ein Symptom wahrnimmt. Angenommen, ich habe Migräne und wache mit Kopfschmerzen auf. Das ist schon schlimm genug, belastend genug. Und Symptomstress wäre das Phänomen, dass ich mit Kopfschmerzen aufwache und dann anfange, mir Gedanken zu machen, wieso habe ich Kopfschmerzen, wieso trifft es mich? Und so gesehen in eine schlechte Stimmung verfalle und mir Gedanken darüber mache, im schlimmsten Falle noch ärgerlich auf mich werde, weil ich Kopfschmerzen habe. Dieses Beispiel hinkt ein bisschen. Ja, es ist ganz spannend, weil letztlich, wenn ein Mensch jetzt körperliche Symptome hat, ja, ein Bein gebrochen oder einen Herzinfarkt hatte oder sonstige körperliche Erkrankungen hat, die klar zu diagnostizieren sind und beim Arzt behandelt werden, in dem Moment, ja, geht es uns damit oftmals natürlich nicht gut. Man ärgert sich und dann denkt sich doof gelaufen, man will schnell wieder gesund werden. Aber wie oft haben wir es, dass Menschen mit körperlichen Erkrankungen dahingehen und sagen, oh Gott, das ist meine Schuld und am besten sollte das niemand mitbekommen, dass ich diesen Beinbruch habe, denn das ist ja unangenehm und da kann ich auch nicht drüber sprechen, da sollte ich mich für schämen. Ja, oder eine Grippe. Ja, wenn man eine Grippe hat, ist das in der Regel nichts, was in uns Schuldgefühle, Schamgefühle, unangenehme Gefühle hervorruft, außer die Krankheit an für sich. Und das ist der spannende Punkt beim Symptomstress. Symptomstress ist etwas, was wir seltener bei körperlicher Erkrankung entwickeln, aber umso häufiger bei psychischen Erkrankungen. Bei psychischen Erkrankungen sehen wir es ganz oft, dass Menschen mit Schamgefühlen zu tun haben, denken, es soll keiner mitbekommen, was denken die anderen denn von mir? Ja, es gibt dieses riesige Stigma, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen schwächer seien, dass mit denen etwas nicht stimme, dass in der Psychiatrie gruselige Dinge passieren. Und wir können uns mal einen Moment vorstellen, wie es wäre, wenn wir hier über körperliche Erkrankungen sprechen würden, wie wir über psychische Erkrankungen oft sprechen. Wir sagen ja auch nicht einem Menschen mit einem gebrochenen Bein, ach ja, du strengst dich einfach nicht genug an, wieso kriegst denn du diesen Marathon nicht hin? Hast du doch immer geschafft, was soll denn das jetzt? Ja. Oder sagen einem Menschen mit einem Magen-Darm-Infekt, ja, das bildest du dir doch nur ein. Mein Gott, ist gar nicht so. Oder einem Menschen mit Krebs sagen wir auch nicht, boah, du ziehst mich jetzt aber ganz schön runter mit hier deinem ganzen Leid. Das kann ich mir nicht mehr anhören. Ich denke, der Punkt wird klar. Ja, gerade wenn wir diesen Vergleich herziehen. So, und was heißt es jetzt konkret? Ja,
für den Umgang mit Symptomstress. Wir wissen jetzt in etwa, was ist Symptomstress, wie gehen wir damit um, wie können wir es noch mehr greifen. In der Psychotherapie, in der Verhaltenstherapie gibt es das sogenannte ABC-Modell. Das erkläre ich einmal ganz kurz. Es ist so das kleine 1x1 oder im wahrsten Sinne des Wortes das kleine ABC der Verhaltenstherapie, der kognitiven Verhaltenstherapie. Das ABC-Modell besteht aus einem A. A ist ein Auslöser. Erstmal irgendeine Situation, die passiert. Wir werden krank oder irgendetwas. Es kann was Positives, kann was Negatives sein. A ist erstmal ein Auslöser. B ist unsere Bewertung oder im Englischen Belief. Und C ist Konsequenz. Und die Konsequenz, die zeigt sich vor allem emotional, körperlich etc. So, und dieses ABC-Modell verwendet man in der Psychotherapie in Bezug auf alle möglichen Situationen, wo der Mensch sagt, war ein bisschen schwierig für mich. Wann immer ein Mensch das Gefühl hat, er fühlt sich nicht gut, nicht wohl, kann man ein ABC-Modell machen, sagen, okay, was ist passiert, was war dein Gedanke zur Situation und wie war die Konsequenz, nachdem du das gedacht hast. Dieses ABC-Modell können wir auch auf Krankheitssymptome anwenden und das sollten wir. Denn es gibt diverse Störungsbilder, psychische Störungsbilder, die prädestiniert sind für Symptomstress. Zum Beispiel Depression. Mensch fühlt sich depressiv ohnehin, antriebsarm, interessenlos. Das sind so klassische Symptome der Depression. Man zieht sich dann oftmals auch ein bisschen zurück. Und dieses Symptom der Interessenlosigkeit kann wiederum zu einem A, zu einem auslösenden Ereignis werden. Und da merken wir, dass die Katze sich wirklich in den Schwanz beißt, denn wir fühlen uns sowieso schon interessenlos, abgeschlagener und bewerten das dann noch negativ und sagen, ja, ich bin ein fauler Mensch. Das ist die Konsequenz, dass ich mich noch schlechter fühle. Und wenn ich mich dann noch schlechter fühle, registriert mein Gehirn das und bewertet es wieder negativ. Oh Gott, ich werde ja nie wieder gesund. Konsequenz ist, ich fühle mich noch schlechter und das ist wirklich ein kleiner Teufelskreis. Gerade Symptomstress, das ist etwas, das sollten wir nicht unterbewerten. Das ist etwas, worüber man dringend sprechen muss. Wie oft höre ich von Menschen, die mich anschreiben, aber auch in Therapien, die fragen, hey, kriegen wir das wieder hin? Komme ich wieder in Ordnung? Die Antwort ist meistens, ja, können wir, aber es ist kein Selbstläufer. So etwas wie Symptomstress, das dürfen wir aufspüren, entweder alleine oder mit Unterstützung. Aber es ist oftmals der Dreh- und Angelpunkt, wo es stagniert, wie so ein Wagen, der im Dreck sitzt. Der Wagen kann fahren, der Wagen hat kein Problem, aber er sitzt im Dreck. Und so ist es letztlich auch mit Symptomstress. Denn dieses ABC-Modell, das passiert ständig. Das passiert ständig. Unsere Gedanken beeinflussen unser Gefühl. Es ist wie eine Medaille. Das eine hängt mit dem anderen stark zusammen. Wenn wir den ganzen Tag über negativ denken würden, hätte unser Gefühl kaum eine Chance, besser zu werden. Und wenn unsere Symptome, unsere Gefühle ständig Futter bieten, um noch weitere negative Gedanken zu produzieren, dann stecken wir im Dreck fest. Ist etwas, was man verändern kann, psychotherapeutisch. Dieses ABC-Modell ist so eine Vorlage, um seine Bewertungen zu hinterfragen, zu verändern. Und das ist ein individueller Prozess. Es gibt Techniken innerhalb der Psychotherapie, wie man das macht. Aber erfahrungsgemäß gibt es nicht die eine Technik, die bei jedem Menschen gleichermaßen funktioniert. Immerhin sind wir komplex und das ist auch in Ordnung so. Aber Fakt ist, man kann es verändern. Und wenn man es durchschaut und das erkennt, dann ist man schon mal einen gewaltigen Schritt weiter. Es ist ein ganz wichtiger Moment, in dem man feststellt, der Symptomstress bereitet einen Probleme. Und wenn wir jetzt nochmal ein weiteres Störungsbild hinzunehmen, zu dem ich auch oft angeschrieben befragt werde, die generalisierte Angststörung. Da gibt es eine ganz großer Anteil der Menschen, die unter einer generalisierten Angststörung leiden, die leiden unter diesem Symptomstress. Dieser Symptomstress hat sogar schon einen eigenen Namen in der generalisierten Angststörung bekommen. Nämlich die Metasorgen. Die Metasorgen sind ein Phänomen von Symptomstress bei Menschen mit einer generalisierten Angststörung.
Metasorgen ist das Phänomen, dass wir uns Sorgen machen, weil wir uns Sorgen machen. Klingt abgefahren, klingt irgendwie auch kryptisch, aber so ist es. Menschen mit einer generalisierten Angststörung machen sich viele Sorgen. Es könnte das passieren, es könnte das passieren, es könnte jenes passieren und entwickeln dadurch natürlich belastende, aufgewühlte Gefühle und Symptome. Und ein großer Anteil der Menschen mit einer generalisierten Angststörung entwickeln darüber Metasorgen, denken sich, oh Gott, ich werde verrückt durch diese Sorgen oder die gehen nie wieder weg, ich komme hier nie wieder raus. Und das heißt, wir sind weg von den eigentlichen Sorgen und es kommen die Metasorgen, die Symptomstresssorgen. Und das sind Gedanken, die kann man zerschlagen. Die kann man wirklich zerschlagen. Zwei Strategien, die ich vielleicht jetzt einmal nur ganz kurz andeute an dieser Stelle, ist einerseits Realitätstest. Ja, sich wirklich real fragen, ist das realistisch? Ja, wenn ich mir ständig Sorgen mache, dass ich für immer unter Ängsten leide, dann bleibe ich natürlich in einem ängstlichen Zustand, weil ich will ja nicht ängstlich bleiben. Aber das Gehirn eines Menschen mit einer Angststörung ist so gestrickt, dass die Ängste gehen können. Ja, natürlich sollte man sich körperlich untersuchen lassen, um zu schauen, ist da irgendwas im Ungleichgewicht. Wenn man eine hochaktive Schilddrüse zum Beispiel hat, dann ist es schwierig, zur Ruhe zu kommen. Aber dein Gehirn hat alles, was es braucht, um die Ängste loslassen zu können. Es gibt keinen Menschen, der einfach aus nichts heraus eine andauernde Angststörung hat, die ein Leben lang dauert. Vielleicht braucht man wirklich eine ganz sorgfältige Diagnostik, wenn Ängste nicht gehen und nicht gehen. Gab es Traumatisierungen im Laufe des Lebens, die man nachbearbeiten sollte? Wie gesagt, gibt es körperliche Einflüsse? Gibt es biografische Einflussfaktoren, die man aufarbeiten sollte, zum Beispiel in einer Schematherapie? Gibt es dahinterliegende Themen, die wir nicht loslassen können? Es gibt eine Reihe von Gründen, die uns noch für eine Genesung im Weg stehen. Aber so sicher wie das Amen in der Kirche ist, dass wenn wir uns Sorgen machen, dass die Ängste nicht weggehen, wir dafür sorgen, dass unsere Ängste bleiben. Das ist ein sich selbst anfeuerndes System. Und deswegen ist das etwas, was gerade Menschen mit einer generalisierten Angststörung sich anschauen dürfen, eben in einer Psychotherapie, wie zu empfehlen ist. Ja, das zu durchdringen, wenn man in einer generalisierten Angststörung, in einer Depression ist, sollte man sich eben wie bei körperlichen Erkrankungen Unterstützung holen. Ich bleibe ja auch nicht mit einer wirklich schweren oder sehr belastenden Erkrankung alleine zu Hause, sondern im besten Fall gehe ich zum Arzt. Und das ist nochmal so dieser feine Unterschied, den ich zum Beginn des Videos besprochen habe, dass wir letztlich so einen Unterschied machen zwischen psychischer und körperlicher Erkrankung. Aber wie dem auch sei, das ist so ein Thema, was du jetzt schon mal auf dem Schirm haben kannst für deinen therapeutischen Prozess. Liegt da dieser Symptomstress vor? Hast du eine Bewertung in deinem ABC? Ja, hast du eine negative, katastrophisierende Bewertung deiner Symptome und schlussfolgerst daraus ganz furchtbare Szenarien? Dieser Prozess führt dazu, dass die Angst bleibt. Und das ist Symptomstress. Und wie gesagt, die zwei Strategien, die ich hier nur einmal kurz anreißen möchte, die da so gesehen hilfreich sein können, ist einmal so ein Realitätstest, das habe ich jetzt gerade schon mal versucht anzudeuten. Es ist unrealistisch, dass eine Angststörung bleibt, wenn sie vernünftig behandelt wird. Und das ist nicht immer leicht, eine adäquate Behandlung zu finden, aber sie ist behandelbar. Sie ist behandelbar. Ebenso wie Depressionen sind behandelbar durch unterschiedliche Ansätze. Und ein anderer Aspekt, wahnsinnig wichtig, da werde ich auch noch mal ein Video hier verlinken, was ich schon mal gemacht habe, ist Akzeptanz von Gefühlen. Sich darin üben, Gefühle zu akzeptieren. Meditation kann ein wunderbarer Weg sein, um zu lernen, Gefühle zu akzeptieren. Wenn man in einer akuten psychischen Störung gerade drin hängt, also erkrankt ist und einen akuten Leidensdruck hat, dann kann Meditation überfordernd sein und zu anstrengend sein, aber für den weiteren Lebensverlauf, auch dafür können psychische Erkrankungen tatsächlich ein Wegbereiter sein, dass man künftig anfängt, Gefühle von Anfang an zu akzeptieren, wenn man wieder ein bisschen mehr Boden unter den Füßen hat. Akzeptanz, Achtsamkeit
sind eine ganz wichtige Grundlage, um ja, einem Symptomstress vorzubeugen, weil wir so gesehen dann im schlimmsten Fall Symptome wahrnehmen, sie annehmen können, nicht darüber katastrophisieren und dann kommen die Dinge wieder in einen Fluss und regulieren sich von alleine. Ja, Symptomstress ist wie so ein Keil in der eigenen Genesung und deswegen ist es so wichtig, dieses Phänomen zu kennen. Wenn du in einer Therapie bist, das vielleicht auch mal anzusprechen und zu fragen, hey, haben Sie das Gefühl, dass ich mir Symptomstress mache? Ja, es ist etwas, was für den eigenen Genesungsprozess bei einer psychischen Erkrankung wahnsinnig wichtig ist, ja, eben dafür sensibilisiert zu sein. So, ich hoffe, das war soweit verständlich. Und wenn du irgendwelche Fragen zu diesem Video hast, lass mir gerne einen Kommentar da. Und ich wünsche dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.